Ja, herzlich willkommen wieder mal zu meinem YouTube-Kanal. Und zwar wieder ein neues Produkt, cooles Produkt von Maschine, den Drohnenhersteller. Bleibt dran. Das ist zwar ein Wing, kleiner Notflügler als FPV-Modell. Und zwar ist es der Black Wing. Der Black Wing ist es. Und ich habe mal den als PNP gekauft, und zwar ist hier schon Servos, alles schon verbaut. Die nur noch eine Kamera einsetzen, Akku und Empfänger reinbauen und schon kann es losgehen. Gucken wir uns einfach mal an. Das wird alles hier drin eingepackt. Hier schon mal die Aufkleber, wo ich diesen Wing verzieren kann. Ja, dann habe ich hier noch technischen. Also ich mache es mal so. Den schächtlichen, dann hier den schächtlichen noch eins. Und das war's dann, nichts mehr drin hier. Im einschächtlichen, das packen wir mal aus hier. Das habe ich ja schon mal schön eingepackt, wirklich sinnlich gemacht. Hier schon mal den Rumpf und hier Motor dran, hier Heckmotor, Druckpropeller. Und kann hier das Ganze öffnen, hier vom Motor. Der Regler, schauen wir gerade, was das für einer ist. Und zwar habe ich hier 2 bis 3 Lipo, 5 Volt, 1 Ampere, also den 12 Ampere Regler habe ich hier drin. Ich kann schon mal einen anderen Stecker drauf löten, weil ich habe ja auf die Steckung gerüstet. Ja, hier habe ich eine Öffnung, kann ich die Antenne rausführen. Hier. Hier vorne habe ich noch eine Öffnung, kann ich noch eine Kamera einführen, wie auch immer, halt, wie ich möchte halt. Hier habe ich Magnetverschlüsse, das ist wirklich richtig fest. Jetzt habe ich hier in dem Karton drin. Hier habe ich die Wings in dem Propeller. Die 2 Seitenleitwerke habe ich hier. Die muss ich wahrscheinlich noch ankleben mit Kleber. Hier noch eine Schutz. Kann ich vielleicht hier schon draufkleben, oben wie, keine Ahnung. Weil die passt genau hier rein. Wenn ich da nichts, keine Kamera oder was auch immer habe, kann ich das hier zumachen, die ganze Sache. Und habe hier noch ein Holz und diesen Propeller, den ich hier festmachen muss. Spinner habe ich alles schon dran, Lockerschrauben, Propeller drauf und los geht's. Ja, was fehlt mir zu guter Letzt? Dann habe ich hier die Flügel und den Carbonstab. Ja. 9 Gramm, nee, 5 Gramm aus Glaservos stecke ich ein, dann muss ich richtig zusammenkleben. Hier führe ich dann irgendwo dann die Servos ein, muss ich jetzt mal gucken, hier unten durch, wo der Motor durchgefädelt wird, der auch eingeführt. Habe ich noch meinen Carbonstab, den ich damit reinstecken kann, muss, soll. Stabilisierung.
Strängen rein. Müssen wir wahrscheinlich noch verkleben. Genau, die Servos ziehe ich oben lang und packe die dann hier durch in den Empfänger rein. Hier habe ich mal verkantet, nichts passiert. Und habe hier einen schönen leichten Flieger. Und die packe ich dann noch mit hier drauf. Sind hier eingepasst, wenn ich das montiert habe. Und habe da einen wunderschönen kleinen, feinen Flieger. Nachdem kann ich ihn auseinanderbauen. Ich muss ihn mal auf der Waage legen, wie viel Gramm er hat. Und wenn ich den mit 2S fliegen tue, wahrscheinlich gut hinkommen damit, eine kleine Kamera reinbauen und dann geht's los. Ja, ich muss zusammenkleben noch hier, das lässt sich dann nicht mehr auseinanderbauen irgendwie, und ja, freue mich schon drauf, den mal fliegen zu lassen. Okay, ihr wisst jetzt mal, was drin ist, und Flugvideo kommt dann später.